Becher die Bühne. Ja, die sind der Meinung, das war Spitze! Tatsächlich so anders rasiert. So. Ich bin ja auch ein Mann. Oh ja, das war ein guter Witz, deswegen kriegt ihr jetzt. Ja, meine Damen und Herren, während Amelie Melskos noch fertig angezogen wird. Schatz, du bist die Luft aus, oder was? So, ich mach gleich viel besser. Dein Zeitmanagement, liebe Amelie, ist heute Abend nicht so? Ja, Rudolf ist schneller gestorben, als ich dachte. Ich höre gerade Protestrufe. Heute Abend? Nur heute Abend? Ich heiße nicht unser Nachbar. Also vielleicht ein Durchhänger. Die Nö weiß, was ich meine, aber ich ist auch egal. Man muss ja sagen, da wo ich wohne, also früher war es ja üblich, dass ich immer zu spät kam, aber heute ist das schön, wenn ich zu spät komme, weiß ich, ich bin deutlich zu früh zu unserem anderen Nachbarn, aber... Ups, ist er anwesend? So viel zum Thema Zeitmanagement. Nein, wir machen jetzt gleich weiter in diesem... Wir drehen die nächste Serie, die heißt dann Lindweiler. Genau, ne, von wegen schwules Wohnprojekt. Ich sag nur, kommt nach Lindweiler, da sterben regelmäßig Häuser frei. Lacht nicht, das ist so eine Siedlung, in den 50ern, 60ern sind die da alle eingezogen, Neubau, die haben jetzt die Kinder aus dem Haus, jetzt sind ja die ganzen Rentner, also jetzt nicht Else, aber jetzt sind ja die ganzen Rentner und die sterben langsam alle weg und da werden immer Häuser frei, das ist ganz witzig. Also, das wird dann Amelies zweiter Welterfolg nach ihrem ersten Buch, Amelie Melskos, ein Mensch, so sitzt sich durchs Leben. Ja, ist jetzt immer noch angekommen. Ja. Immer wieder sonntags auf der Bühne angekommen. Das ist unglaublich. Ja, das finden wir alle sehr schade, aber gut. Was willst du machen? Es gibt schlimmeres Leid. Also. Nein, aber wir kommen jetzt noch zu einem weiteren kulturellen Teil. Wir hatten heute schon... Noch zu einem weiteren Leid, oder was? Kulturellen Teil. Das würde ich den folgenden Künstler niemals antun, ihn als Leid zu bezeichnen. Denn wir hatten heute schon die Wissensshow mit Lilliput. Und wir hatten die großen Musicals, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber jetzt kommen wir zur Lyrik. Lyrikgedichte. Und dafür haben wir euch eine kleine Nachhilfe vorbereitet. Und hier ist für euch der wunderbare Stefan Masur.